So, Leute, es geht weiter. Ich habe denn gesehen, dass da noch ein Gegner sind und ich würde erst Ruhe haben. Und da ist einiges, ja, ich sehe schon. Okay, checking it out myself. Das heißt, das wird jetzt deine Aufgabe hier sein. Humans lie. Poison world. Steel world. Back. Steel world back. Hi. Yes. Trigger all tribes. All tribes. Soon. Soon be ready. Temples proud. Oh je, jetzt riecht was los. Vielleicht sollten wir doch erstmal die Hauptmission machen, ne? Ja, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich denke, werden wir auch tun. Wir haben ja jetzt alles an Nebenmissionen ja gemacht und die läuft ja nicht weg. Oder gehört das zu Nebenmissionen? Ich weiß es halt nicht. Bitte deine Fähigkeiten. Und das, damit wir auch perfekte Killrate haben. Ich muss gucken, dass ich aus diesen 65 noch mehr mache. Zwar gut, aber mehr ist immer gut. Splittergranate, sehr schön. Bin ich dich da oben? Ja. Das eine Gebiet. Er schnallt gar nicht. Dann kommen wir hier erledigt wird. Ah, ich will noch einen Test machen und zwar mit den Abklingzeiten. Und zwar könnte es sein, dass die Abklingzeiten nur runtergesetzt werden, wenn ich sie auch aktiviere. Ich habe jetzt bei der Hand, das weiß ich, 5. Ne? Ja, 5 muss ich haben, genau. Hier machen wir auch noch rein, das ist auch aktiv. Auch aktiv kann ich aber jetzt nicht aktivieren. Doch, kann ich nicht das machen. So, bei ihm ist es 5, das weiß ich. Und dann gucken wir mal, wenn ich jetzt hier, müsst ihr ablaufen. Ich bin mal gespannt, wenn das Spiel das ja übergreifend mitnimmt, dann müssten die das ja auch so machen, dass es dann halt auch übergreifend auch abläuft. Ob ich jetzt im Kampf bin oder nicht. Okay. Die zwei sind erstmal uninteressant, okay. Den Speer hier. Moment, ich hole die jetzt mal hier mit. Ich hole die jetzt mal hier mit, weil das muss ich jetzt nicht. Jetzt kann ich es noch nicht wissen, aber im nächsten Kampf. Moving ahead. So, stopp. Jetzt gucke ich mal. Abklingzeit. Läuft nicht runter. Läuft nicht runter. Also bis jetzt nicht. Bin jetzt mal hier in dem Feld, wo sie halt auch ist. Vielleicht hat das damit zu tun, dass sie dann ablaufen muss. Weil das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Sieht da einer was? Nee, weiter.
Follow my lead. Jetzt gucken wir nochmal, weil wir waren ja im Feld. Ne, die Abklingzeit läuft nicht runter. Also es wird halt übergreifend mitgenommen, aber es gilt nicht als Kampf. Ja, natürlich. Ist ja auch kein Kampf hier, ne? Warum hast du jetzt... Ja. Also, totaler Schwachsinn. Also, es gilt dann nur die Abklingzeit für die Leute, wo kämpfen. Weil ich gucke mir jetzt das da an. Die hat jetzt zwei. Das guckt mir jetzt genauer an. Und wenn ich das nächste Mal das mache, müsste die ja null haben. Okay, kann ich machen, ohne dass der hinten das mitkriegt. So. Ne, die Abklingzeiten gehen einfach nicht runter. Du musst halt wohl sau dumm gemacht. Sau dumm gemacht. Da machen sie übergreifende Abklingzeiten, aber hier kriegen sie es dann nicht auf die Reihe oder was? Ja, super toll. Super toll. Ja, das ist der Wächter da oben, der wo da aufgepasst hat. Ja. Da haben wir einen Speer und das, okay. Säuregranate, irgendwas. Hä? Ich hab doch Säuregranaten. Werfen und Säuregranaten Wirkungsbereich zu erzeugen. Ja, ich hab doch Säuregranaten. Moment mal, ist das eine andere? Das ist die, wo ich gekauft habe. 30,4. Und die ist eigentlich nichts Neues oder Besonderes. Kriegst du das jetzt mit oder nicht? Ja, du kriegst es mit, okay. Was drin, das ist sehr neu, macht mich sehr neugierig. So, Problem ist, zwei sind da drin, das wird problematisch da reinzukommen. Level 13 empfohlen. Oh shit, ich komme da nicht vorbei. Ist da nicht irgendein Weg rein? Ja, vielleicht über die Leiter. Ja, ich kann es ja nur nicht nutzen, weil der seine Cooldown-Zeit nicht runterkriegt. Scheiße, Alter. Was ist denn Scheiße? Der wird den töten.
Was ja gar nicht so verkehrt wäre, aber ich muss ja auch irgendwie da runter, oder? Jetzt komme ich von da irgendwie dahin. Kriegt ja nicht mit, wunderbar. Ah, dammit, ich komme trotzdem da nicht rein, sehe ich gerade. Oder? Gibt es doch eine Möglichkeit, da reinzukommen? Garagen. Ah, verflucht, und ich habe noch. Vermutung, wo das Ding sein könnte. Ich habe eine Vermutung, wo diese Garagenkarte sein könnte. Garagenkarte ist da drin, wo die einen da drin sind. Und es gibt nur den einen Weg. Oder? Kann ich mich doch da irgendwie reinschleichen? Aber die sind ja da drin. Und der eine Typ guckt auch Richtung Garage. Ja, kann ich vergessen. Das wird nichts. Wow, warum hast denn du jetzt gezuckt, wenn ich da in diesem Gebüsch bin? Das wird noch nichts. Ah, wir sind aber hier schon auf dem richtigen Weg. Ich will jetzt hier halt noch nichts groß auslösen, ne? Um ehrlich zu sein. Klappe, Alter, was ein Scheiß. Klopfer, ja, toll. Danke für nix. Wir gucken uns mal noch hier oben um. Hier hinten lang geht's weiter, okay. Ist das ein Riesengebäude hier? Wahnsinn. Ich habe so das Gefühl da hinten. Ja, ja. Thank you.
Aber wenn man hier drin campen würde, wäre das eigentlich ein ganz gutes Feld, würde ich fast behaupten. Da gucke ich mal gleich, wie man da hinkommt. Okay, da hinten geht's weiter. Ja, ist mir klar. Nein! Ich wollte doch gucken, du blödes Direx-Ding. Das habe ich jetzt alles an den Backen. Du solltest den doch nicht töten, du solltest nur gucken. Solltest nicht töten, solltest nur gucken. Moment. So, nochmal. Warum zückt der manchmal einfach so schnell die Waffe? Bin aber auch neugierig, was hinten in dieser Garage drin ist, aber es ist halt auch ein Haufen zu... Gut, ich denke, wird die schon packen, aber es würden jetzt wieder unnötige Ressourcen kosten. Die Frage ist, für was? Moment mal, wir gehen mal gucken, ob wir da hinten die ein bisschen umgehen können, weil der hat den ja gesehen. Vielleicht erst hier alles killen, ausdünnen und uns dann hinten und dann irgendwo kommen. Denn was weg ist, ist weg und das müssen wir uns nachher nicht mehr kümmern. Kriegst du nicht mit, okay. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben jetzt hier wirklich alles ausgedünnt. Das ist Wahnsinn. Ich will mal kurz was gucken, wie viel AP das geben wird. Wir haben jetzt 13.174. Und jetzt haben wir 13.200. Also man kriegt 100 AP für einen Kill. Ja, ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Monster, hear you. Who's that?
Sag mal, die ist voll gebuggt. Habt ihr das gesehen? Oh. Die ist voll gebuggt gerade. Ich habe aber gedacht, warum kommt die da nicht raus? Die waren alle schon weit draußen und dann buggt die da drin rum. Meine Fresse. Buggt die da drin rum. What? Okay. So, man kann eigentlich sagen, wir haben alle Schweren da jetzt weggeholt. Jetzt bin ich echt am Überlegen, hinten an die Garage zu gehen und das Ding zu räumen. Mensch, scheiß Granate reinschmeißen, Ruhe ist. Und hier könnte man eigentlich auch angreifen, weil bis die dann alle schneiden, was abgeht, ist der Zug schon abgefahren. Wie man da reinkommt, muss ich bis. Echt eine gute. Ah, okay, ich glaube, ich sehe schon von wo. Ja. Ja, von der Seite. Okay. Gut, dann wird das Geheimnis auch gelüftet. Dann muss ich jetzt nur noch wissen, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Ob es hier die Treppe? Weil ich wollte eigentlich hinten zu der Garage. Hier geht's nach oben. Doktor kriegen wir jetzt mit einem Schuss sogar weg, so viel ich eben, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Oh, jetzt kommt der natürlich. Okay.
Fernschüsse. Das mal mit. Kinder halt, wenn wir hier keinen haben. Oh, stopp, stopp, stopp. Was habe ich jetzt gemacht? Was ist das? Entferne bis zu 3 Rüstungspunkte vom Ziel. Ja, wäre eigentlich auch eine Überlegung. Ist jetzt gar nicht so verkehrt. Ne, die Idee ist gar nicht so verkehrt. Den muss man vielleicht als erstes ausschalten. Der knirscht da. Wir lassen, ja, den können wir, glaube ich, direkt sogar als erstes ausschalten. Scheiß Neugier. Könnte jetzt ein bisschen problematisch vielleicht werden. Lass ihn da unten hin. Ja, schön da vorne hin. Und zack. Tja, wie sagt man es dir am besten? Sieht nicht gut für dich aus. Oder 20 Schaden schon. Oh, come on. Der hat's echt überlebt. Ich könnte kotzen. Aber er haut ab. Mal gucken, was die vorhaben. Der Speer. Waffe wechseln. X. Was haben wir denn alles? Na, was war das da mit der Granate? Okay. Nur das gucken, wie weit werft er die Granate? Moment mal, kannst du keine Granate runterwerfen? Ey, komm, verarsch mich nicht. Das ist jetzt... Das muss ich jetzt wissen. Weil das überrascht mich jetzt aber mega. Ey, das kann ja wohl nicht sein. Schon sagen, da kann keine Granate runterwerfen. To the receiver! Brothers, help. Du willst Hilfe.
Dann gebe ich dir das noch mit. Stay cool, Jade. What? Och, komm schon. Weißt du, die Kudon-Zahlen sind eh beschissen. Und dann treffen die nicht einmal. 90. So, ich schick den Overwatch rein. Boah, Alter, die sind alle verreckt. My system's shutting down. Play with me, Daddy. Ja, brennt da unten ruhig nur. Verdammte Axt, Alter, Cooldown und dann kriegt der so. One and done. Oh, not bad. Das ist jetzt ärgerlich, echt. Das ist sehr, sehr ärgerlich sogar. Shit. Geh mit ihr hier hin. Lade nach. So, X. Tot. So, Dix. Kannst du jetzt... Nee, noch nicht. Ja, wir haben 100%, aber er kriegt mich ja dann auch. Ich muss warten, bis ich einen K.O. hab. Das heißt, ich gehe schon mal als hier hin.
Also ist brandgefährlich, aber ich muss gucken, dass ich den jetzt da irgendwie flankiere. Fix. Kommen wir ein bisschen nach vorne, weil ich brauche dich gleich. Hallo. Ach komm, erzähl mir nicht, dass du da nicht hinkommst. Ich sehe es doch, dass es geht. Ich sehe doch ganz klar, dass es geht. Das ist ein Witz. Jetzt geht's, oder was? Ja, ist super dämlich. Super, super, super dämlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Treffer mitnehmen, wäre eine Cooldown Zeit von 5. Müssen die da hinten die auch noch erledigen. Weißt du was? Komm, Mama. Ich hoffe, du schießt jetzt nicht auf Dix oder so, weil das sieht jetzt alles sehr seltsam aus, worauf du schießt. Back up! Bullseye! Okay. Hat geklappt. So. Karte jetzt eingesammelt? Ich hoffe es. Dass die Karte war. Nee, verstecken. Moment mal. Hä? Wo war denn da jetzt der Eingang? Da hinten jetzt oder was? Moment mal, wo ist denn da jetzt der Eingang? Hä? Hier ist die Garage. So, dann hat's gehießen. Das ist doch die Tür, oder? Hier. Ja, ich hab doch die Karte. Ja, wozu habe ich denn das jetzt gemacht, wenn ich jetzt hier nicht da reinkomme wegen der Karte? Ich hab doch die Karte. Hä? Hab ich sie jetzt nicht? Oben?
Oh, das ist doch scheiße, ey. Wo? Ich hab schon eine Ahnung. Ich glaube, die ist in dem einen Raum da drin bestimmt, oder? Hier muss man nur wegräumen, damit man da reinkommt. Hätte man aber nicht müssen. Wie es aussieht. Ach, come on, ist das ätzend. Bin ich aber richtig angepisst. Frage ist, wie viele Gegner sind es denn jetzt noch? Der? Also es dürfte nicht mehr Pi sein. Pi dürften es eigentlich nicht mehr sein. Rüstungsschaden. Eine Überlegung, Moment. Wie hier hin? Sechs Cooldown Zeit, Wahnsinn. Unter 10. Oh, Mist. Könnte sein, dass er jetzt vielleicht. Oh, Moment mal, was sehe ich denn da gerade? Ah, Mist, das habe ich übersehen. Ja, das kann ich jetzt nicht benutzen. Kiss my tailpipe, you dumb son of a bitch. Dann würde ich mir selber schaden. Jetzt ist wütend. Okay. Hexendoktor, okay, aber der ist weit weg. Ja, das wird doch jetzt schön, ne? Richard. My tears in rain. So predictable. She knows her stuff. So, wo ist denn der Hexendoktor? Der ist noch ganz da hinten.
Dann warten wir hier auf ihn. Okay, Jade. Wäre das okay? Fällt mir nicht. Damn it, reloading. Lass uns gucken. Machen wir das so. Hier hin. Gib ihm. Make your move. Ah, lass ihn nur kommen, lass ihn nur kommen. Oh, oh, could really use a pick me up. Like now. Der steht doch auf offenem Feld, oder? Jetzt sag mir mal bitte, wie man hier nicht 100% haben kann. Das macht doch gar keinen Sinn. Was? Das ist ja nicht mal ein, das war nicht mal ein Stein, das war ein Stani oder so. Also das war ja nicht mal im Ansatz ein Stein. Okay, aber schwer angeschlagen alle. Ah, wir haben das ganze Gebiet hier geräumt. Frage ist, da hinten war ja auch noch was, da oben auf dem Dach, zählt der dazu, oder? Na, das sind diese Setzlinge und Hexendoktors und so, ne? Ja. Bleib doch bitte hier. Hallo? Sag mal, bist du dumm im Hirn? Du sollst hier bleiben. I'm going this way. Oh Gott, ey. Scheiße, schwer vom Begriff. Oh,
Zeit. Ja, muss ich das jetzt echt nehmen? Muss ich nicht. Ich kann den Tackle da machen. Ach, der lebt ja auch noch. Und er hat Freunde. Okay. Ja, kriegen wir hin. Kommt er runter? Ja, wunderbar. Gut, dann macht Dix das jetzt. Nee, das macht er jetzt noch nicht. Schuss. Na, wäre dann doch ganz gut gegangen. So, volle Deckung. Dann komm mal. Gut läuft, kann die Scharfschützin die wunderbar und gemütlich ausschalten. So, jetzt erstmal Dix. Moment. Erstmal auf die Scharfschützin am besten drauf. That was badass. Hast du in der Waffe noch Munition? Ja, aber die Bewegung ist das Problem gerade. Mist. Ja, das ist echt. Ja, das ist wirklich ein Mist. Ja, es steht halt offen. Das ist halt einfach so, aber wir hauen den jetzt weg. Dann kann ich nochmal schießen. Do your thing, Dick. Nowhere to hide, huh? Come on, brother, hit the bastard. Also das kannst du echt nicht erklären. 89%, also nee. Und er trifft. Nee, nee, nee. Das kannst du echt nicht erklären. Das hätte niemals passieren dürfen. Oh, du hast echt mit 1 überlebt, ne? Warte, ich gucke mal. Mal gucken, ob die Waffe, die Zweitwaffe, wo wir haben, echt mal was bringt.
Hier wird klappen. Go to sleep. Perfekt. So, wir haben das ganze Gebiet jetzt hier ausgedünnt. Da nervt uns kein einziger mehr. Untersuchen, ja. Wir haben das ganze Gebiet hier ausgedünnt. So, Dix, das ist deine Aufgabe. Yes. Ach, da ist die Garagenkarte. Ja, toll. Ja, dann machen wir das jetzt noch in dem Part. Das machen wir jetzt noch in dem Part, Leute. Er ist jetzt eh schon so lang. Die paar Minuten machen den Hafen hier nicht mehr dick. Eieieiei. Jetzt ist ein Monat, dass ich nicht einmal gestorben bin. Aber das fand ich jetzt mal richtig gut, dass man das hier mal wirklich durchsneaken konnte und das mal machen konnte. Ja, so habe ich vielleicht eigentlich die ganze Zeit gehofft, dass das so geht. Klar, dass man ein bisschen hantieren muss und skillen muss. Alles voll in Ordnung. Ich hoffe auf was Schönes. Gucken wir gleich. Plastik. So, vergrößert den Wirkungsreichweite und 20% Miasma-Chips können im Bildschirm blablabla Wirkungsbereich um 20%. Das ist gut. Das ist schon heftig gut. Aber das hier ist auch halt gut, ne? Ignoriert die AP-Kosten. Weil ich kann es machen und kann dann trotzdem nochmal, hab trotzdem 2 AP. Kann dann zum Beispiel eine Granate werfen, kann dann nochmal schießen. Das ist natürlich... Nicht verfügbar, okay. Ja, das Ding, da könnten wir mal gucken, was kann das? Diese Objekte in der Luft erschaffen und verwandeln die Luft in innere Objekte in ein hochentzündliches Gas. Diese Fässer, ja. Gruppe. Von 40 Grad, das ist auch schon krass. Gewährt Flankenschüssen einen Bonus. Ja, sonst. Ja, bei Flankenschüssen einen Bonus innerhalb eines Winkels. Ja, ist halt wirklich so mit Bewegung und haltet viel aus, ne? Ja. Das sieht man. Und sie? Sie ist halt die Scharfschützin, ja. Da kann man ja richtig Gutes machen. Also das ist jetzt schon mal ganz gut. Was haben wir hier? Das ist eine aktive Fähigkeit. Ja, diese passive Fähigkeiten sind halt echt gut. Hier diese zwei. Diese passive Fähigkeit, wenn man das dann nachher alles so hat. Was ist denn da? Ferngesteuerte Waffe verursacht innerhalb des gewählten Gebietes 70 bis 100 Schaden. Aktive Fähigkeit, 2 Schüsse abgehen seit 4 Runden. Wow, das ist ja mal krass. Das ist krass. 4 Stück. Ich denke, wenn man da auf Level 11, könnte man das auch mal in Betracht ziehen.
Ja, warum eigentlich nicht? Das hat sicher etwas. Okay. Gut, Leute. Wir haben hier alles ausgedünnt. Ich bin, was das angeht, soweit zufrieden. Wir haben auch hier alles geholt, glaube ich. Ja, sagte er und fand dann was. Aber wir müssen mal die Audios gucken. Ja, also das Versteck, das haben wir geräumt. Was haben wir hier noch? Plastik. Was ist das hier? Artenkäse. Patenkäse gefunden. Ah, das ist ein Schatz. 9 von 17. Essbare Käsereste lassen sich nur schwer von lebenden Tieren, insbesondere Bullen, gewinnen. Das macht sie so zu einer sehr teuren Ware. Außerdem neigt er dazu, nach einer Weile zu schimmeln und schleimig zu werden. Dieser tragbare Käsespender ist also etwas ganz Besonderes. Wie man es nimmt. Wie man es nimmt, Leute, wie man es nimmt. So, haben wir hier noch was? Nee. Also ich tippe mal, wenn wir da runtergehen, werden wir wohl den Bosskampf triggern. Gehe ich fest von aus. Mother Miasma, your anger gives us power. Ja, das zeigt es auch schon. Are you ready to destroy the humans? Do you taste their fear? Their town, their America, belongs to us now. Prove your love to Mother Miasma and kill them all. Mother Miasma, break town gates. Kill for you. Break town gates. Strong survive. Okay, Leute. Und ich würde sagen, hier ist das ein guter Punkt, einen Cut zu machen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Und dann gucken wir mal, wie wir das da machen. Ob wir da auch noch ausdünnen können. Das wird sich aber beim nächsten Mal zeigen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.